Guten Morgen! Was ist denn nun wirklich besser und was ist umweltfreundlicher und was ist eigentlich passender für unseren eigenen Lebensstil? Ein normales Buch aus Papier oder ein E-Book? Also quasi eine Datei, die man sich auf seinen Rechner, seinen E-Book-Reader oder einfach aufs Handy oder aufs iPad lädt. Oder aufs normale Pad, also nicht das iPad. Die rasant steigenden Verkaufszahlen von E-Books zeigen zumindest an, wohin der Trend in letzter Zeit geht. Aber es gibt nicht wenige Menschen, die nach wie vor auf das Buch an sich schwören, also mit Papier. Heute möchte ich mit euch die gängigsten Argumente beleuchten und auch die Frage klären, ob ein E-Book denn wirklich umweltschonender ist als ein normales Buch. Denn dazu gab es tatsächlich von einem Öko-Institut mal eine ganz genaue Untersuchung unter Einfluss aller Parameter, die die Umwelt belasten. Doch dazu später mehr. Der erste gravierende Unterschied ist der Preis. Es ist quasi bei jedem Buch so, dass die E-Book-Variante maximal gleich teuer ist, aber oftmals wesentlich günstiger. Zum Beispiel bei dem meiner Meinung nach besten bezüglich einer gesunden Ernährung Buch, was ich euch unten auch mal verlinkt habe, da kostet das Papierexemplar 40 Euro und das E-Book, das kostet nur 20 Euro. Das ist gerade mal die Hälfte und das ist eben keine Seltenheit. Was das bedeutet, das ist auch klar. Bildung wird billiger. Dazu gibt es auch noch die Möglichkeit, die zwar illegal ist, aber de facto vorhanden, viele E-Books kostenlos in den dunklen Welten des Internets zu besorgen. Da diese letztlich nichts weiter als eine Datei ist, die beliebig kopiert werden kann. Das ist natürlich der Buchindustrie wiederum ein Dorn im Auge und es werden vielfältige Möglichkeiten des Kopierschutzes initiiert, die aber dann allesamt durch entsprechende Tools auf der anderen Seite wieder ausgehebelt werden können. Also nur kurz nochmal zur Klarstellung, ich rufe nicht dazu auf oder befürworte das in irgendeiner Weise illegale Raubkopien sich zu besorgen, sondern ich attestiere lediglich die aktuelle Situation. Für mich ist dieser Punkt, dass Bildung durch Bücher dadurch preisgünstiger ist, also ich rede jetzt so von dem legalen Markt, ne? Das ist für mich ein Punkt, der ziemlich gravierend ist. Und das sage ich nicht nur als jemand, der im Jahr über 50 Bücher liest und rezensiert und teilweise eben auch kauft, sondern hier dazu oben Linkliste meine Buchrezension, sondern auch als jemand, der weiß, dass die Bildung Katalysator für eine neue geistige Evolution der Menschen ist. Denn gerade durch das Informationszeitalter werden zum Beispiel sowas wie Nahrungsgewohnheiten, die sich selbst und anderen schaden, viel schneller aufgedeckt und der Mensch kann so zügiger einfach zügiger zu einer natürlichen und gesunden Lebensweise finden, die den Fortschritt nutzt, aber nicht unter ihm leidet. Und ein billiger Preis oder eine billige Bildung katalysiert eben diesen Prozess. Der größte Buch, der wiederum für das klassische Buch spricht, das ist ganz klar die Haptik, also das Anfassen des Buches, das manuelle Umblättern und eventuell auch der Geruch. Aber das sind alles Dinge, die sich deshalb so gut anfühlen, weil wir es so gelernt haben. Und die Düfte eines frisch gedruckten Buches einfach ein neuronales Netz in uns generiert haben, mit positiven Assoziationen, mit positiven Gefühlen, die wir mit diesem Geruch verbinden. Generell sind alle gefühlsbetonten Gründe einfach nur neuronale Netzwerke, die in unserem Leben entstanden sind irgendwann. Aber wir bestehen nun mal aus neuronalen Netzen und ein Video dazu hatte ich ja schon mal gemacht, das könnt ihr hier oben sehen. Und deshalb ist es auch de facto ein valider Grund für viele. Denn nicht jeder möchte immer ein bewusstes Leben führen, zu jedem Moment bewusst sein, sondern lässt sich auch ganz gerne mal in den Annehmlichkeiten des Menschseins fallen. Und dazu zähle ich auch in gewissen Situationen. Deswegen, das ist ein valider Grund. Zu den Annehmlichkeiten an sich ist auch ein Grund, vielleicht ein kleiner, aber für einige sicherlich ein Grund, der für E-Books spricht, die Anonymität und das Verstecken von Informationen. Da ist so ein E-Book-Reader perfekt dafür geeignet, da sieht niemand was du liest. Und andererseits gibt es halt, wenn man so ein Buch liest, wo man eine gewisse Überschrift liest, so einer gewissen Thematik, ne? Zum Beispiel warum ist Homosexualität schön oder warum ist das gut und derjenige schämt sich vielleicht für seine Homosexualität und möchte nicht mit diesen, mit dieser Thematik in irgendeiner Weise in Verbindung gebracht werden oder andere Bücher, die verstecken das auch gerne mal in der Öffentlichkeit hinter so einer Zeitschrift, um dass sie das nicht gelesen werden. Und das ist natürlich ein E-Book-Reader einfach die bessere Wahl und da hat man einfach grundsätzlich diese Problematik nicht, dass Informationen geteilt werden. Und auch das Finden von markierten Textstellen geht mit einem E-Book-Reader viel, viel effektiver.
Auch wenn wir wieder natürlich aufgrund unserer neuronalen Netzwerke instinktiv den Marker und ja, das Plättern, um was zu finden, ja, irgendwie instinktiv als besser empfinden. Zumindest ging das mir so. Aber das ist einfach nur eine reine Gewöhnungssache. Wer sich einmal da in seinen Reader da reingefuchst hat, wie das funktioniert mit dem Markieren, der findet einfach viel schneller und der wird nie wieder irgendwie mit einem Marker und einem Buch markieren. Ne? Oftmals ist auch eine Anbindung an das Internet möglich, wo man Anmerkungen und Kommentare von anderen Menschen für betreffende Textzeilen, die man gerade markiert hat, oder generell wichtige Anmerkungen innerhalb des Kapitels lesen kann. Auch ein richtig großer Vorteil. Und das Internet kann natürlich auch schnell und unkompliziert das nebeneinliegende Fremdwörterlexikon oder das Fachbuch oder Fremdsprachenlexikon ersetzen. Und man bildet sich also quasi nicht nur billiger, sondern auch effektiver weiter. Mir ist natürlich auch bewusst, dass ein Haufen Romane gelesen werden. Aber da können auch Fragestellungen auftreten, die man gerne im Internet mal schnell recherchiert oder sich mit anderen Leuten austauscht über ein gewisses Kapitel. Da gibt es ja gewisse Leseforen, wo man die einzelnen Kapitel gemeinsam, gerade bei populären Büchern wie Harry Potter und was es da noch alles gibt. Und auf jeden Fall, ja, und da kann man dann halt direkt im Internet zugreifen. Da wird das alles ein bisschen interaktiver. Und diese Option des Internets hat man eigentlich auf allen E-Book-Readern. Also zumindest alle, die ich besitzt in der Hand gehabt habe, hatten auch eine Internetanbindung. Also ein enormer Vorteil auf jeden Fall. Ein weiterer Vorteil ist, dass man ja nicht anfängt, eine riesen Bibliothek als Schwanz oder als Schamlippenverlängerung da zu bauen, nur um zu zeigen, dass man gebildet ist, sondern die Bildung für sich selber als wichtig erachtet und nicht als Instrument der Anerkennung nutzt und dadurch in ein unbewussteres Leben auch durchaus abgleiten kann, wenn man sich identifiziert. Durch eine gewisse Persönlichkeit, die man darstellt. Ich bin der gebildete Mensch. Ne? Dann ist das plötzlich das, wofür man lebt. Und man hat gar keinen richtigen Zugang mehr zum Leben. Und das ist eine Gefahr. Ne? Im selben Zug ist auch der Platz an sich und der damit verbundene Besitz von Dingen eine Katalysierung des Bestehenden und eine Beschwerung der dynamisch-energetischen Lebensenergie. Da Besitz eben auch verpflichtet. Man kann nicht einfach weiterziehen, sondern man muss sich erst um seinen Besitz, wofür man eben nicht nur die Rechte, sondern auch die Pflichten erworben hat, eine Verantwortung mitkauft, da muss man sich erstmal drum kümmern. Es gibt jetzt sogar Menschen, die Bücher oder spezielle Ausgaben einfach nur sammeln. Einfach nur um sie zu sammeln und um sie zu besitzen. Dazu gibt es definitiv auch noch ein Video. Also das ist ein Thema, das muss unbedingt auch mal in einem Video festgehalten werden. Also generell schwenkt die bewusste Bevölkerung ja, zu einem minimalistischen Ansatz, der nicht darin besteht, ja, möglichst wenig zu besitzen, sondern das ist eine sehr gebräuchliche Fehlinterpretation, sondern um das zu besitzen, was wirklich notwendig ist, um quasi sich selber besser entfalten zu können. Und da ist halt ein E-Book auch besser, weil es halt eben den Besitz verringert. Zum Thema Minimalismus habe ich ja auch schon ein eigenes Video gemacht, das findet ihr hier oben in den Infokarten. Ja, und im Rahmen der Bewusstheit kommen wir dann natürlich auch jetzt noch zur Umweltbelastung eines Buches und ja, eines E-Book-Readers, also den Vergleich. Angeregt wurde ich dadurch ja, vom Uli, wir hatten eine Diskussion damals, wo ich mein E-Book vorgestellt habe, mein E-Book, ja, wo es darum geht, dass man mit 140 Euro wirklich vollwertig, genussvoll, vegan leben kann und das halt als E-Book veröffentlicht habe. Und die Begründung war eben, ist umweltschonender. Das war für mich instinktiv, habe ich das so gesagt. Uli hat gesagt, nee, das ist vielleicht gar nicht so, recherchiert da mal. Und da habe ich jetzt eben recherchiert. Übrigens, das Buch findet ihr oben, unten, überall bei mir, wo ihr mein Buch kaufen könnt. Aber dann habe ich dann eben recherchiert. Und während die Belastung eines Standardbuches vor allem natürlich durch die Produktion und das verwendete Papier entsteht, sind die Belastung eines E-Book-Readers, den man ja erstmal braucht, um E-Books zu lesen, vielfältiger. Da die, ja, wirklich die meisten Geräte eigentlich in Asien hergestellt werden, ist damit dann eben auch so ein extrem langer Transportweg eigentlich immer mit einberechnet. Dazu sind in den Geräten oft zahlreiche seltene und edle Metalle eingebaut, wie Silber, wie Gold, wie Kupfer, wie Palladium. Als solche Sachen im Akku, glaube ich, noch Silizium, also das ist ja alles dann muss ja produziert werden. Weiterhin wird ja auch durchaus eine signifikante Menge Kunststoff für diesen Reader benötigt, was auch wieder eine Umweltbelastung inkludiert. Generell hat das Freiburger Öko-Institut errechnet, dass nicht das Aufladen des Akkus, was man vielleicht denken könnte, die Energie, die immer zugeführt werden muss, oder der Transportweg, was ich gesagt habe, von Asien hierher, die Hauptbelastung für die Umwelt generiert, sondern wirklich zu 99% die Herstellung des Readers. Das nur mal als Information.
Das Institut hat dazu auch wirklich alle Kenngrößen in einer Studie berechnet und ausgewertet und hat so dann errechnet, dass ein E-Book-Reader ca. 8 Kilo des klimabelastenden CO2 generiert. Man kann deshalb auch, da komme ich gleich dazu, nicht sagen, dass ein E-Book-Reader oder ein Buch umweltschonender ist, sondern man muss das natürlich vergleichen, und das macht das Institut auch sinnvollerweise, mit der Masse an Büchern, die man verbraucht. Denn wenn man ein Buch liest und dazu sieht den E-Book-Reader, dann ist natürlich klar, dass das klassische Buch viel umweltfreundlicher ist als dieser E-Book-Reader, den man ja dazu noch kaufen müsste. Da fällt preislich sozusagen das Argument dann auch noch weg. Und für einen. Aber mit jedem weiteren gelesenen Buch auf dem E-Book-Reader verbessert sich die Ökobilanz und man sorgt dafür, dass nachhaltig Ressourcen wie Papier gespart und damit ja, dann weniger Bäume gefällt werden. Und das Öko-Institut hat errechnet, nach 30 Büchern, ich habe das übrigens das Öko-Institut unten verlinkt und auch das, was sie da so geschrieben haben, nach 30 Büchern oder bei einer E-Book-Reader Lebensdauer von 3 Jahren, die ich ehrlich gesagt als ziemlich gering ansetze, also meine Reader funktionieren alle noch, und teilweise habe ich schon 7 Jahre, den ersten hatte ich von Sony, das war also der erste Reader, den habe ich auch noch, funktioniert alles einwandfrei, aber drauf geschissen, nach 30 Büchern auf einem Reader oder in 3 Jahren 10 Bücher pro Jahr, ist es so, dass der E-Book-Reader den geringeren ökologischen Fußabdruck hat und dieser natürlich dann auch immer geringer wird, umso mehr Bücher man dann liest. 30 Bücher. Ich glaube bzw. ich hoffe, dass der durchschnittliche Leser diese Zahl eigentlich spielend mit seinem Reader erreichen sollte. Bei mir ist es überhaupt keine Frage, da ich diese Zahl ja, nach einem guten halben Jahr quasi erreicht habe. Aber das sind die Fakten, auf die man sich derzeit beruft, wenn es um die Frage geht, wie ökologisch ist ein E-Book-Reader im Vergleich zum klassischen Buch. Wie gesagt, den Link zum Institut gibt es unten und den Resultaten. Also was bleibt für mich als Fazit? E-Book-Reader versus klassisches Buch. Ja, E-Book-Reader führt zu einer billigeren Bildung. Weiterhin verhindert das E-Book das Befeuern alter neuronaler Netze und ist umweltschonender. Für mich gibt es keinen Grund, außer dass ich mich wirklich einfach mal in meinem Dunstwasser der Bequemlichkeit und Konditionierung suhlen will, was durchaus auch temporär passiert, ein Papierbuch zu kaufen. Wie sieht es bei Euch aus und was ist Eure Meinung zum E-Book? Ich bin sehr gespannt. Wir sehen uns morgen. Macht's gut, Euer Christian. Tschüss.